Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt: Hallo zusammen, ich möchte hier meine Erfahrungen mit dieser TV-Box mit euch teilen. Als erstes, ich behalte die Box trotz kleinen Schwierigkeiten, ich finde sie echt cool. Die Box kam dank Prime super schnell zu mir nach Hause. Die erste Inbetriebnahme sowie auch die Verbindung mit dem WLAN klappte perfekt. Man sollte jedoch schon über etwas Englischkenntnisse verfügen, beide Tastaturen funktionieren gut bis auf eine Entfernung von 3 Metern, danach kann man schon mal etwas Probleme bekommen. Zu diesem Gerät empfehle ich auch dringend die Mini-Tastatur, sie macht vieles leichter, Apps kann man nicht löschen, habe ich hier in einer anderen Rezension gelesen, ich habe da keine Probleme. Da die Box wie ein Android-Handy funktioniert, ist das bei ihr fast genauso wie bei meinem Handy. Settings General More Settings Apps App auswählen, dann deinstallieren. Fertig. Einige Apps wie ZB-Tastatur lassen sich jedoch nicht deinstallieren, aber deaktivieren. Die Box bringt nach YouTube, Amazon und Skygo Filme in einer guten Auflösung auf den TV, weiterhin sind auch Internetradio und Spotify kein Problem, ein Hornus über meine Anlage, ich habe einfach eine andere App geladen und schon lief es. Was mir nicht gefallen hat: Die Box stand anfangs zu nah an meinem Router, dadurch störte sie bei mir das WLAN zu anderen Routern oder Access Points. Die Box sollte also so weit als möglich von dem Router wegstehen. Weiterhin habe ich die Box mit Kabel verbunden und das WLAN in ihr abgeschaltet. Jetzt funktioniert alles. Nur deshalb ziehe ich einen Stern ab. Trotz allem finde ich die Box für diesen Preis echt gut. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.